Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal über das Thema Margin. Margin, das wisst ihr, das ist diese Sicherheitshinterlegung, die man machen muss, wenn man Termingeschäfte macht. Das heißt also beim Handel von Future, beim Handel von Optionen, überall da muss man diese Sicherheitsleistung hinterlegen. Und ich habe in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler eine Frage gelesen, und zwar eine Anfängerfrage, die ich sehr interessant fand, und deswegen behandeln wir diese heute einmal, nämlich wie stark reizen wir die Margin überhaupt aus. Wir schauen uns da mal ein Beispiel dazu an und deswegen bleibt es dran. Gleich geht's los. Also, diese Frage, die wir haben, die kommt von Pascal. Und Pascal hat in unserer Gruppe Folgendes gefragt, nämlich er hat gefragt, ich habe mal wieder eine Anfängerfrage zum Margin-Konto, dafür erstmal Lob, also wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, deswegen Pascal, klasse, dass du gefragt hast. Und zwar, Pascal fragt, wie reizt ihr das Konto aus? Ein einfaches Beispiel, Konto beläuft sich auf 10.000 Euro, durch Optionsverkäufe sind 5.000 Euro Margin reserviert, geht ihr auch höher? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wichtig wäre, dass man nicht über Nacht nachschießen müsste. Strategie ist zurzeit Cash-Secure-Puts, Short-Puts und Bull-Put-Spreads. So, und das ist ein schönes Beispiel, weil anhand dieses Beispiels oder dieser drei Strategien können wir uns das mal mit der Margin anschauen. Okay, also fangen wir mal an, wenn wir hier jetzt beispielsweise tatsächlich so sagen, okay, 10.000 Euro. Und wenn wir diese 10.000 Euro haben, kommt es ein bisschen darauf an, was fährst du für Strategien. Ne? Fangen wir mal an mit der ersten Strategie, und zwar dem Bull-Put-Spread. Für alle, die ganz neu sind, das heißt, du verkaufst einen Put und kaufst zur Absicherung darunter noch einen Put. Ne? Und jetzt sage ich euch was, wenn ihr nur Bull-Put-Spreads fahren würdet, dann könntet ihr theoretisch eure Margin fast bis zu 100% auslasten. Warum? Weil der euer Risiko genau definiert ist. Das heißt also, wir machen mal ein Beispiel. Ihr habt hier eine Aktie, die kostet von mir aus 100 Dollar. Und jetzt sagt ihr, okay, ich verkaufe einen 90er Put. Und zur Absicherung kaufe ich dazu noch einen 85er Put. Okay? So. Jetzt mal völlig unabhängig davon, was ihr hier für eine Prämie bekommt. Wie groß ist euer Risiko? Euer Risiko 90 minus 85 ist 5, das Ganze mal 100. Das heißt, ihr könnt hier maximal 500 Dollar verlieren, selbst wenn die Aktie von 100 auf 0 fällt. Okay? Das heißt, mehr als die 500 könnt ihr nicht verlieren. Und jetzt könntet ihr theoretisch, 20 dieser Spreads machen. Ja, dann hättet ihr eine 100%ige Margin-Auslastung und im schlimmsten Falle wäre das Konto weg, aber ihr könnt, so war ja die Frage, glaube ich, auch gemeint, ihr könnt keinen Margin Call bekommen. Ne? Das geht in dem Fall nicht, weil ihr habt das komplett abgedeckt. Würden wir das machen? Natürlich nicht. Ne? Natürlich würden wir nicht so weit gehen, aber du siehst hier, bei einem Bull-Put-Spread ist das Risiko also begrenzt und deswegen könntest du hier deine Margin durchaus also ein bisschen mehr ausreizen. Also das heißt, wer zum Beispiel Bull-Put-Spreads fährt, der kann auch in dem Bereich 70% von mir ausgehen, 70-75% der Margin. So, schauen wir uns das nächste an. Und zwar, wenn man sagt, einfach nur einen Short-Put. Wir bleiben bei dieser 100-Dollar-Aktie und wir sagen, okay, einfach nur um hier das, um eine Prämie zu vereinnahmen, verkaufe ich einfach nur diesen 90er-Put. Also hier 90er Put. So. Prämie lassen wir außen vor, spielt keine Rolle. Wie hoch ist die Margin? Ganz grob könnte man sagen, wahrscheinlich wird die ungefähr so bei 2.000 Dollar liegen. Ja? Die wird also ungefähr so bei 2.000 Dollar liegen. So, in etwa. Und wenn du jetzt sagst, okay, wie viel könntest du davon machen? Theoretisch kannst du natürlich auch sagen, ich mache 5 Stück. Ne? Aber wäre das sinnvoll? Nein, das wäre nicht sinnvoll, weil sobald die Aktie auch nur ein bisschen fällt und der Wert deiner Option sich erhöht, die du verkaufst, das kommst du ja ins Minus und hättest also sofort einen Margin Call.
Ne? Und aus dem Grunde, wer so eine Strategie erfährt, also wo es nur um die Prämien gibt, ohne Absicherung, würde ich tatsächlich die von uns immer in den Raum gestellten 50% empfehlen. 50% von der Initial Margin, also von der sogenannten Einstiegsmargin, die ist in der Regel ein bisschen höher. Mehr als diese 50% würde ich nicht ausreizen, weil ihr müsst euch überlegen, was ist denn das maximale Risiko, was ihr hier habt. Ne? Das maximale Risiko, das theoretisch maximale Risiko wäre, die Aktie fällt auf 0, ihr müsstet bei 9, bei 90 müsstet ihr 100 Stück der Aktien kaufen, das heißt, ihr könnt ihr maximal 9.000 Dollar oder Euro verlieren. Wir wissen alle, wie unwahrscheinlich das ist, aber nichtsdestotrotz, damit man einfach fungibel ist, damit man reagieren kann, würde ich euch empfehlen, nicht mehr als hier diese ein, zwei Stück davon zu machen, ne? Also so 40-50% Margin-Auslastung, mehr würde ich nicht tun. So, dritte Variante, Cash-Secured-Puts. Ja? Bei einem Cash-Secured-Put sagst du, okay, wenn die Aktie fällt, dann bin ich bereit, wenn sie am Verfallstag unterhalb des Strikes notiert, weil sie muss ein ganz klein wenig darunter notieren, wenn es 1 Cent ist, wenn sie darunter notiert, die Aktien auch zu diesem Preis zu übernehmen. Auch hier betrachten wir jetzt mal nicht die Prämie, die du für den Verkauf dieser Option bekommst, sondern nur das Risiko und die Margin. Und hier ist es jetzt so, mal angenommen, du hast wieder diesen 90er Put verkauft, weil du sagst, okay, bei 90 bin ich bereit, die Aktie zu kaufen, dann wirst du auch hier wieder eine Margin-Auslastung von etwa 2.000 Dollar haben. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, bei einem Cash-Secured-Put musst du ja auch Geld haben, um am Ende die Aktie kaufen zu können. Ja? Und in dem Falle wäre es jetzt so, dann würde ich dir empfehlen, wenn du das tatsächlich hier so machst, tatsächlich nur eine einzige, in dem Fall nur diese einzige Option zu handeln, das heißt eine Margin-Auslastung von vielleicht nur 20% zu fahren, weil, wenn die Aktie fällt und sie geht unter diese 90 am Verfallstag, dann musst du ja 9.000 Euro ausgeben, um die zu kaufen. So, jetzt ist es zwar so, dass in einem Margin-Konto dir die 9.000 Dollar nicht komplett angerechnet werden, ne? Sondern ungefähr nur ein Viertel. Das heißt also, wir reden auch hier wieder so über roundabout 2.200 Dollar oder irgend so etwas. Aber stell dir vor, du machst jetzt eine sehr hohe Margin-Auslastung. Das heißt, also sagst 50-60% Margin-Auslastung. Und dann kommt gerade mal so eine Phase, du hast also zwei, drei Positionen. Es kommt eine Phase, wo mehrere Aktien dahin laufen, dass du sie angedient bekommst. Und vielleicht fallen sie sogar noch deutlich unter deinen Strike. Dann hättest du plötzlich doch wieder eine sehr aufsummierte Margin-Forderung, ne, aus zwei oder drei Positionen. Und kommen dann noch Verluste dazu, die diese Aktien vielleicht gerade erleiden, dann könntest du wieder einen Margin Call erhalten. Und aus dem Grund ist es also so, die höchste Margin Auslastung kannst du dir bei einer abgesicherten Strategie leisten. Wenn es dir nur um die Prämie geht, kannst du ein bisschen höher gehen, weil du die Aktien ja am Ende gar nicht haben willst. Das heißt, du wirst ja auch mit dieser Position ganz, ganz anders umgehen. Du wirst sie wegrollen, du wirst sie schließen im Verlustfall und so weiter. Und hier bei Cash Secured Put solltest du die geringste Margin-Auslastung fahren, weil du im Zweifelsfalle ja die Aktien angedient bekommst. Ja? So, das ist jetzt ein ganz grober Überblick. Da gibt es jetzt wahrscheinlich noch tausende von Möglichkeiten, die dazwischen sind. Es gibt ja nie eine Schwarz-Weiß-Wahrheit. Also das ist genau so und genau so müssen wir uns daran halten. Aber es sind zumindest Grundregeln, die, wenn ihr sie einhaltet, die euch gut durch den Optionsverkehr, sage ich jetzt mal, bringen, so wie man mit Verkehrsregeln eben gut durch den Straßenverkehr kommt. Und nur darum geht es also, dass ihr Grundregeln habt, an die ihr euch haltet. Und gerade wenn man doch ein relativ überschaubares Konto hat, wie 10.000 Euro, ja, wo einfach jede Position eine viel größere Auswirkung hat, als wenn du eben 100.000 oder 500.000 Konto hast, sollte man lieber entweder ein bisschen vorsichtiger sein und sagen, okay, ich fahre die Margin, so wie du es geschrieben hast, Pascal, 50%, das ist ziemlich gut. Je nachdem, wie sich es auch aufteilt. Ne? Aber 50%, das ist schon eine ganz gute Hausnummer. Das heißt also, man sollte entweder ein bisschen vorsichtiger sein oder auch man sagt, okay, ich fahre ein bisschen höheres Risiko. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass dieses Geld mal einen großen Drawdown haben kann, mal 40%, 50% weg sein kann. Und man darf also jetzt nicht erwarten, aggressives Handeln und dann gleichzeitig keine Drawdowns. Ne? Das funktioniert nicht. So.
Und wenn ihr mehr zum Thema Optionshandel wissen wollt, wenn ihr auch mehr zum Thema zum Beispiel hier sowas wie Cash to Put, wie kann man denn Aktien günstiger kaufen? Weil nur darum geht es ja. Ich habe eine Aktie, die kostet 100 Euro und ich will sie für 90 kaufen und dieses Warten will ich mir bezahlen lassen. Und wenn dich das interessiert, wie das wirklich in der Praxis funktioniert, wie du das genau umsetzen kannst, ne? Wie wir dir dabei helfen können, das zu erlernen, dann gibt es hier unten das Angebot für dich, optionsstrategien.com/termin, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns an, wo du stehst, was deine Ressourcen sind, das heißt also, was hast du für Wissen, was hast du für Zeit, was hast du für Geld, was können wir dir dann, wie können wir dir behilflich sein, und dann entscheiden wir, ob du für eine Zusammenarbeit mit uns in Frage kommst. Also optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein Gespräch und dann sprechen wir oder einer meiner Kollegen miteinander und dann schauen wir mal, was wir für dich tun können. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr andere, weitere interessante Fragen habt zum Thema Optionshandel, entweder hier in die Kommentare oder auch gern in unserer Facebook-Gruppe. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.